Hallöchen, Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Kerbal Space Program. Wir haben in der letzten Folge die erste von mir verkackte Mission wieder zurück zur Erde gebracht, erfolgreich, wo uns beinahe der Strom ausgegangen ist. Und nun sind wir schon auf der Reise zum Mann. Wir haben Energie für, wie lange denn? 2 Tage. Das dauert 5 Stunden, bis wir bei der Mannbegegnung sind. Also könnten wir sogar überlegen, einen Escape Burn schon in ein paar Minuten zu machen. Wir müssen es genau überlegen, weil diesmal geht es natürlich um Kopf und Kragen. Wir sind kurze Zeit auch wahrscheinlich außer Reichweite von Infos von unserer Zentrale. Und das wäre natürlich nicht so gut, wenn in dem Fall was schief geht. Wir sind natürlich wieder mit Jeb Kerman unterwegs. Er ist immerhin unser Head of Scientists. Und wir werden auch nicht unbedingt so schnell mit einem weiteren in den Weltraum starten, da das einfach zu unlukrativ ist. Aber gleich geht der Burn los. In 10 Sekunden. Ich würde aber sagen, dass wir so circa in 5 starten. 3, 2, 1. Schub beginnt. Ah, warte. Der Schub beginnt. In 32 Sekunden sind wir ein bisschen vor dem Punkt, den wir erreichen wollen. Das könnte sehr interessant werden. Weil das sind dann echt viele Schübe, die wir haben. Okay. In 2 Sekunden Unterschied. Ich muss dann ganz schnell runter, wenn wir so ungefähr bei 50 sind. Also jetzt. Zack. So, okay. Das passt mir. Und jetzt müssen wir hier hin 4 Stunden nach vorne spulen. 4 Stunden später durchqueren wir mal wieder den Strahlungsgürtel. Haben aber keine Probleme mehr. So ganz das mit der Strahlung verstehe ich noch nicht. Muss man gleich auch nicht verstehen. Hoffe ich mal. Und jetzt, wenn wir hier reinschauen, sehen wir auch schon den Schatten unseres Ziels. Mann. Essen reicht in Tonnen, aber das mit dem Strom, das ist ein Graus. Wir haben noch 1 Tag und 3 Stunden. Was mir überhaupt nicht taugt. Hier vorspulen, 31 Minuten, dann ist das Treffen mit Mann. Und jetzt tun wir sollte ich mal neu ausrichten. Und seht ihr da vorne, was da Schönes ist? Wir sind beim Mann. Wir sind beim Mann. Wir haben leider keine Lebenshaltungssysteme, dass wir sagen können, okay, wir können die Klinge jetzt oben halten. Ich würde nicht gerne irgendwann doch eine stationäre Basis mal einbauen, aber dafür brauchen wir noch ein bisschen mehr Geduld, bis dieser Zeitpunkt überhaupt gekommen ist. Wir spulen jetzt hier hervor. 1 Stunde besser gesagt, noch nach vorne gespult. Das kostet alles so viel Zeit. Und wir tun jetzt offiziell die Orbiten. Oder halt in den Orbit des Manns eintreten, um mal eine Nahaufnahme auch machen zu können. Ich bin mindestens auf 50.000 Meter runter. So, perfekt. Denn wir befinden uns nun beim Mann. Eine Sache, die wir noch nie gemacht haben. Die aber jetzt hat natürlich eine der ersten und tollsten Sachen wahrscheinlich für unseren Jeb ist. Immerhin hat er es geschafft, seine explodierenden Raketen in den Weltraum nicht nur zu bringen, sondern auch so hoch, wie es nur irgendwie möglich ging. Wie lange hält dann noch die Batterie? Bitte sag lang genug. 1 Stunde. 48 Minuten. Warum? Welche von euch macht das Probleme? Wieso? Ich muss mehr Strom irgendwie... Was? Der Crewbericht kostet so viel. Euch starte. Ihr seid nur wissenschaftliche Teil, die werden doch noch mehr schlucken, oder? Ja. Wir können nichts machen. Wir brauchen irgendwie mehr Strom in dieser Rakete. Wir können auch schon mal den Escape Burn planen. Der müsste, glaube ich, ungefähr hier hin. Oh,
Oder wie war das, damit ich einen möglichst kleinen... Der kostet 91 Meter pro Sekunde. Der ist gut. Der ist super. Den nehmen wir. 3 Sekunden boosten. Und wir haben eine komplette Umkreisung vom Mann noch. 2 Stunden erreichen wir den Punkt T. Oh, jetzt sind wir vorbeigeschossen. Mann! Ich wollte jetzt eigentlich nochmal schnell Mann sehen, aber jetzt sehen wir nur eine riesige schwarze Kugel hier. Aha. Hierher vorspulen. Ihm gleich mal sagen, dass er zum Manöver wieder hinzufügen soll. Das war jetzt wieder eine grandiose Sache von mir. Hört euch das an. Da wäre der Mann. Dieses Bild der Götter. Wir haben es zum ersten Mal zum Mann geschafft. Was mache ich? Keine gescheiten Fotos. Die werden mich alle unten umbringen. Ich flieg teuer zum Mann und was schaffe ich nicht? Fotos machen. Die werden sauer sein in der Redaktion. Ja, 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 ja. Verschließt die Kapsel wieder. Und jetzt halt müssen wir nur auf den Escape Burn achten. Das ist halt alles... Oh, ich krieg so Panik schon, dass das nicht mehr ausreicht alles. Das ist bei mir schon dieser... Was passiert eigentlich, wenn ich jetzt zum Beispiel sage EVA? Kann ich da auch einen Bericht machen? Ja, einen EVA-Bericht. Oh yeah. Mann im Weltraum hoch Binnenland. Das ist schon mal gut. 20 Punkte, das ist schon mal ein Fortschritt. Zwar nicht so viel, wie ich gerne hätte. Hey, aber wir haben einen fucking Bericht im Weltraum hoch über dem Binnenland. Und der dauert auch ein paar Sekunden und frisst eigentlich gar keinen Strom. Haben wir eigentlich schon mal hoch über Kerbel? Kerbin? Testbericht gemacht? Ich weiß es nicht. Wäre gut zu wissen, ne? Wurde ich jetzt angeschrieben? Ich weiß es nicht. Aber egal. Wir sind jetzt dann bei 20 Punkten, können dann wieder einsteigen. So. Das Transferieren tun wir deaktivieren, weil ich sicher mir bin, dass der jetzt gerade noch transferiert. Daten werden versendet. Ja, das deaktivieren wir jetzt gleich. Ich wurde schon wieder angeschrieben, glaube ich. Aber unser Punkt T ist gleich da. Zack und da. Und jetzt müssen wir dann einen kurzen Boost machen. Ist echt eine unangenehme Sache, so punktgenau zu arbeiten. Zack. Müsste aber doch gereicht haben, oder? Escape Burn, ja. Holy shit, ist der groß. Wie viel haben wir noch? 500, wir haben noch 2100 Meter pro Sekunde. Es sollte reichen, um das zu machen, was ich vorhab. Also geben wir jetzt mal schnell Gas, damit wir relativ schnell wieder zurück nach Hause kommen, weil ich glaube, unser Strom reicht nicht mehr für alles, was ich geplant hätte. Das mit dem Strom, da müssen wir noch ausgleichen. Wir haben 60% schon verbraucht. Also eigentlich fast 70 schon. Steig um, du blödes Hallo. Gut. SS aktivieren, Retrograde burnen. Wir tun mit der Stufe erstmal mit voller Wäsche, dass sie nach unten ziehen. Wir müssen hier so weit runter. In einem Tag sind wir. Oh Gott, es wird eng. Es wird nicht nur eng, es ist zu eng. Shit. Ich glaube, wir verlieren diesmal wirklich Körbeln. Fuck. Jetzt 90 Meter über dem Boden. 5 Stunden, okay, das ist gut. Und dann würde ich gerne hier vorspulen. Oh, lol, ich habe wieder... Interaktion gehabt. Das war jetzt unerwartet. Was, die Batterien sind fast leer. Ich hätte gedacht, wir haben 5 Stunden Batterien noch. Wie kommt ihr denn jetzt auf 2? Habe ich noch Reserven dabei?
Ah, da könnte man einstellen, wie schnell die gehen. Das reicht jetzt für 3 Tage. Gut zu wissen, dass wir die dabei hatten. Bin doch wieder so ein Hi-O-Pi, der wieder für alles vergisst. Meine Fresse. Aber wir sind noch high über Orbit. Das bedeutet, wir können mal aussteigen. Aber hier kriegen wir auch noch Punkte. Yes, bedeutet, das sind dann allein 35 Punkte, die wir durch die EVAs gemacht haben. Hoch, Körben im Weltraum, hoch, Grasland. Nee, du kriegst für jedes Biom, wenn du hoch tust, auch nochmal Punkte. Genius, das habe ich nicht gedacht. Das gibt ja nochmal ordentlich Punkte. Damit können wir locker auf die Energie gehen bald. Wir sind jetzt dann locker, denke ich mal, bei 60. Und mit den nächsten Flügen kommen wir dann locker zu 80. Verbindung fehlgeschlagen. Ja, das ist auch mein Ziel, dass die Verbindung fehlschlägt, ihr Hi-O-Pies. Ich will nicht, dass ihr schon wieder Daten sendet. Das verbraucht Strom und da haben wir nicht viel von. So hat sie sogar 51 Tage noch Strom. What? So hat sie nur noch einen Tag. Jetzt ist sie nur... Hä? Also, weil du wieder uploadest, du Assi. So, 3 Tage Ruhe wieder. Ich tu mal hier vorspulen. Wir werden jetzt einen heftigen Escape Burn dann machen. Relativ stark und schnell. Ich mag jetzt bloß gucken, ob ich wieder einen EVA-Bericht kriege. Weil wenn ja, wäre das genial. Nein, schade, leider nicht. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir hier vorspulen. 1 Stunde auch wieder. Weil jetzt beschleunigt natürlich die Rakete nochmal, was es um einiges schneller macht. Jetzt sind wir im Strahlungsgürtel, tun aber trotzdem mal EVA. Weil ich kenne... Oh, Mann, schade. Dann würde ich jetzt sagen, bereiten wir alles für den Retrograde Burn vor. Bisschen ausrichten. Hier vorspulen. Es muss gut gehen. Ich hoffe es zwar, aber es muss auch gut gehen. Bodenkontakt hergestellt. War ich schon mal so hoch über dem Boden? Jetzt hängt dann alles von 1900 Metern pro Sekunde ab. Kann ich noch was machen hier? Nein, das habe ich schon gemacht. Schade. Okay. SS aktivieren. Retrograde. Schub. Okay, wir haben nur noch eine Stage. Und die muss jetzt eine Vollbremsung einleiten können. Ich hätte vielleicht doch nochmal überprüfen sollen, ob die Engine gut ist. Vielleicht müssen wir doch noch eine Drehung machen um die Erde rum. Damit wir halt auf der hellen Seite eintreten. Ich weiß auch nicht, wie gut das jetzt alles funktioniert, wie geplant und pipapo, ne? Wir kommen nur auf 75 Meter über dem Boden. Ne? Aber die hat ordentlich Power, das ist super. Ne, die lassen wir durchbrennen. Lassen wir es durchbrennen, das ist gut. Schaut euch das an, 70 Meter schon. Und wenn wir jetzt die Hälfte verbraucht, das ist echt... Das ist voll die starke Engine. Jetzt wechselt sie schon die Seite, weil es zu wenig wird. Der Periapsis verschwindet. Alter, wie gut ist die? Das hätte ich nie erwartet von der. What? Das sind mittlerweile bessere Raketen, als die ich in meinem Test gebaut habe. Da habe ich so lange gekämpft mit dem Re-Entry-System. Warum ist der Antrieb so gut, hä? Wie hoch sind wir denn aktuell noch? 70.000 Meter. Oh, wir sind relativ bald auch schon... Oder sind wir, nee, wir sind noch nicht ganz in der Atmosphäre, aber wir kommen bald in die Atmosphäre. Waren wir hier schon oder sind wir dann wieder auf neuem Land, wo wir landen? Das wäre ja mega. Okay, einmal kurz wieder Escape System aktivieren.
Das ist nur minimal, aber es wird trotzdem, glaube ich, reichen. Da oben war gerade noch was. Es kam ja auch mittlerweile das neue Update raus, das 1.10er, wo sie mit der ESA zusammengearbeitet haben. Aber da muss ich mal schauen, wann ich mir das an. Also ich habe es schon privat ein bisschen probiert, aber da ist nicht so viel Neueres, dass ich jetzt sage, okay, wir müssen unbedingt mal wechseln. Nur weil es so viel Neues hat oder sowas. Also da ist es relativ gleich geblieben. Atmosphärischer Eintritt. Aber auch relativ angenehm. Meter pro Sekunde sogar eher sinkend. Hey, was mache ich denn hier richtig, was ich in meinen privaten Spielen falsch mache? Oh oh. Ist das das Sitzeschild? Ich weiß es nicht, aber es wird rot. Oh, jetzt hat es aufgehört. What? What is happening? Ich check's nicht. Fallschirme bremsen, Fallschirme öffnen als erstes. Hitzeschild abwerfen. Drei Hauptfallschirme öffnen. Das ist die Obama Version 1.5. Die uns hier glücklicherweise gut nach unten bringt. Haben wir eigentlich schon mal Bilddaten gesammelt? Ich weiß es gar nicht. Stimmt, einmal haben wir sogar die Daten schon gesammelt. Ah, da war halt auch das Problem, dass wir viel zu wenig Strom haben. Das macht halt das Problem aktuell aus. Okay. 5000 Meter noch. Irgendwann sollte das Teil abhauen, spätestens bei 2,5 würde ich sagen, circa sollte das, also jetzt hat. Und bye bye. Dann zieht es jetzt auch weiter. Wir haben noch 1000 Meter vor uns. Jetzt landet das dann auch. Jetzt öffnen sich die Hauptfallschirme. Und schon schweben wir bei 1000. Eigentlich könnte ich die auf 500 Meter runterdrehen, ne? Das wäre eine Idee. Oder den einen auf... Nee. Den einen vielleicht auf 600, die anderen zwei auf 500 oder 400. Das würde auch vollkommen reichen. Die Bremsfallschirme bremsen eh schon stark genug. Aber ich bin lieber safe, weißt du? Wenn wir, je schwerer wir mal die Payload machen, desto sicherer sind wir. Ich habe schon mal Kraft, dass ich zu wenig Fallschirm hatte und volle Wäsche in den Boden reingerannt bin. Dann habe ich aber richtig bam da reingehauen, ne? Da habe ich richtig ordentlich den Boden getroffen, du. Ich weiß nicht, ob wir hier schon mal waren. Aber unsere Energie reicht wohl für 23 Tage jetzt. Und wir sind umgefallen. Warum war das klar? Materialuntersuchung können wir mal hier beginnen. Das bringt sich wenigstens auch ein paar Punkte noch. Aber wir waren hier noch nicht. Hm. Bedeutet, wir könnten rein theoretisch EVA'n. Mal loslassen. Ups. Ah, das haben wir aber schon. Oh. Greifen. Mann, das hätte ich gedacht, dass wir auch noch nicht haben. Das dauert 20 Minuten. Wir quetschen den letzten Rest jetzt schon wieder raus. Keine elektrische Strom mehr. Ja, okay. Okay. Aber wir haben viel rausgekriegt, oder? Wie viel haben wir raus? Komm schon. Say it to me. Come on. Und wie viel kriegen wir? Alter, jetzt machst du nicht so ein spannendes Spiel. 92! Yes! 35 damit, alleine, dass wir Bergung eines Raumfahrzeuges, das in der Umlaufbahn vom Mann war, mit 16 Wissenschaftspunkten vergütet wurden. 57 hier insgesamt. Oh, schaut, was wir jetzt machen können. Solarpaneele. Und erste Proben. Check. Aber den Umbau von der Obama zur Version 2.0 mit genug Strom und allem drum und dran, um auf Richtung Mond zu kommen und vielleicht sogar schon ersten tiefen Orbit zu machen, vielleicht sogar bald eine Landung,
Das erleben wir erst im nächsten Teil. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt bitte einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Denn so sehe ich euch, dass ihr euch die Videos gefallen. Und ihr würdet mich damit großartig unterstützen. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao. Everything changes.